So, das ist ein Sterilisator. Den macht man hier auf. Das heißt, da wird das Handy steril gemacht. Und das ganz Tolle ist, man kann es da drin aufladen. Und ich habe mir jetzt hier sowas besorgt, wo ich das immer an die Steckverbindung ranmachen kann. Das kann man hier so ranklippen, weil ich bin ja ein ordentlicher Mensch. Ich mag das nicht, wenn diese ganzen Kabel hier Unordnung und man weiß nicht, welches Kabel gehört zu welchem. Und da man ja jetzt ein neues Handy hat, habe ich mir hier mehrere Sachen. So, da habe ich mir einen Clip dran gemacht. Hier von meinem neuen Handy habe ich mir auch einen Clip dran gemacht, damit ich genau weiß, das ist mein Kabel dafür. So, also, und wie gesagt, und da kann man das auch mit aufladen. Das werde ich auch gleich mal ausprobieren. Man darf aber nur dieses Ladeadapter nehmen, von dem man auch vom Handy das praktisch. Ja, und da kann man das aufladen und man kann sterilisieren. Finde ich total toll. Das hat man noch so dazu bekommen, weil man ein Handy bekommen hat. Das ist dann, wenn man einen Vertrag abschließt. Finde ich toll. Finde ich echt toll, kann ich nur sagen. Ja. Du, was kriegst du ja gar nicht unterwegs. Und ob ich mir jetzt ein Handy bei Aldi kaufe oder bei Real oder bei Medimax, was ich nie wieder tun werde, weil das mache ich nie wieder mit, das ganze Theater. Die halten ja wirklich, wirklich nur 2 Jahre und dann sind sie kaputt. Und beim Vertragshandy, da ist das Schöne, da wird es getauscht nach 2 Jahren oder wenn es runterfällt oder wie auch immer. Es gibt einen Austauschservice. Man hat nicht mehr die Probleme, ewig und überall, gerade hier auf so einem Dorf, ne, findet man ja viele Handys. Es gibt ja sehr viele Handyläden hier. Es gibt einen Naschladen hier, einen Gummibärchenladen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber so ein Handyladen wäre ja nun auch mal wichtig gewesen. Nein, da muss Camel hierher und so ein Quatsch alles. Waflauschi, was sagst du dazu? Was sagst du dazu, Popaline? Was sagst du dazu? Du musst dich, du machst dich hier richtig dick bei Mama. Ich habe gesagt, du sollst nicht so viel dick machen hier. Du sollst dich so dick machen hier. Du sollst dich so dick machen hier. Du sollst dich nicht so dick machen hier. Du kleine Maus. Du kleine Maus hier. Du musst immer bei Mama sein, ne? Knapper, knapper, knapper. Knapper, knapper, knapper. Die Katze ist auch gut, eine gute Borderline-Katze, wisst ihr? Kennt ihr die Borderliner, ne? Die so, sich so ritzen und dieses und den. Oh, und beißen. Da haben sie gar keine Probleme. Wenn sie so eine Katze haben, da können sie gerne immer Wunden haben. Das geht ganz schnell. Eine dicke. Aua. Hat die Killerbauch? Wollen wir Killerbauch machen? Wollen wir Killerbauch machen? Jetzt reicht es dir aber, ne? Jetzt reicht es dir aber. Das reicht jetzt, ne? Ja, werde ich. Lass dir das nicht gefallen.